Na bitte, die Eichhörner kriegen jetzt Nussfruchtmischung exotisch. Wollen ja auch mal einen kleinen Urlaub. Ein Urlaubsgefühl haben. Onkel, was erzählst du da wieder? Heute ist Samstag. Wir gehen nach Kreuzberg auf der Suche nach neuen Talenten. Ja, ich habe nichts mehr da. Ich brauche noch frische Kräuter. Und frische Sachen. Und ein bisschen Kreuzberg-Vibe. Nee, keine Weiber. Vibes. Onkel, Onkel. Du Onkel, ja. Manchmal träumte ich von einem besseren Leben. Aber nicht heute. Ich hatte Korrespondenz. Schon Kaffee getrunken, habe schon Beschimpfungen abgewehrt, schlechte Energien abgeblockt und sie durch schöne ersetzt, durch gute Erinnerungen. Ja, natürlich habe auch ich dieses Dilemma. Moment. Dieses Dilemma, dass die Pfannen immer viel zu klein sind. Aber eins ist noch, wer ist denn dieser Auberginenflüsterer? Du? Kannst du mal Bescheid geben? Bitte? Ich möchte da gerne Kontakt aufnehmen. Vielleicht gibt es da gemeinsame Schnittmengen. Onkel, diese Botschaften sind ganz schön kryptisch, ja? Kryptisch. Heute ist Donnerstag. Die Sonne scheint so ein bisschen, es ist warm hier noch. Es gibt nichts zu sülzen. Obwohl ich sülzen könnte, aber nee. Wisst ihr warum? Sülzen macht hässlich. Du musst die hässlichen Menschen einfach wegkichern. Und die sind überall. Auch die Nachrichten sind fürchterlich zurzeit, ja. Ich gehe mit offenen Augen durch diese Welt, aber ich lasse mir davon nicht den Tag vergiften. Verstehst du, Pupperchen? Also, schön glücklich bleiben. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann trinken wir ein Eierlikörchen. Wisst ihr warum? Man, na, weil das Leben doch weitergehen muss. Du? Noch gesülzt. Schönen Donnerstag.